2010 wird ein Jahr der Erneuerung werden. Wir werden die Kunden weltweit wiederum begeistern mit dem, was wir technologisch an Lösungen anbieten. Ich denke, die Themen werden weiterhin die Energieeffizienz in einer Welt knapper Rohstoffe sein. Wir werden mit dem Thema Elektromobilität eine ganz besondere Ausprägung dieser Ressourcenknappheit und der Energieeffizienz erleben und haben jetzt schon wichtige Grundsteine auf der diesjährigen Hannover Messe legen können. Wir werden, glaube ich, auch 2010 in einer Phase sein, dass Unternehmen das Schlimmste hinter sich haben und dass sie gelernt haben, dass sie zueinander gestanden haben. Unternehmensleitungen, auch die Belegschaften. Und ich hoffe, dass wir dann, so wie der Phönix aus der Asche, ein relativ schnelles Wiedererstarken der Weltkonjunktur, der Wirtschaft erleben werden.